Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Daily Challenge bei Rayman Legends. Bei uns geht's mal wieder in den endlosen Abgrund. Oder wie heißt er? Ja, genau, der endlose Abgrund. Und ja, am Anfang sah die Grenze wirklich bei 1212 Metern noch recht einfach aus. Und ihr seht auch, es ist der erste Versuch, den ich hier mache. Ja, wir werden das Ganze hier schön schaffen. Das heißt, es geht hier runter. Es ist alles sehr, sehr einfach gehalten. Hier habe ich mich ein bisschen gewundert, dass so früh schon die Augen kommen. Das ist recht ungewöhnlich bei der einfachen Runde. Ja, hier geht es weiter. Alles auch kein Problem. Einfach runterfallen lassen. Immer schön gemächlich. Und wir müssen eigentlich nur die Grundregeln einhalten. Das heißt, das Ganze... Jetzt schreibt Rick hier. Ah! Wir haben schon die 300 Meter Pause. Es ist immer so, immer wenn ich aufnehme, dann kommen die ganzen Anrufe auf einmal rein. Ja, also hier einfach als Grundregel beachten. Ignoriert die Looms, die verführen meistens halt eben zu unnötigen Risiken. Sondern wir machen ganz einfach unsere Propellerrunde. Wir können uns zwischendurch sogar öfters mal Zeit lassen. Die Elemente sind alle recht einfach gehalten. Und ja, Gott sei Dank gibt es heute auch nicht ganz so viele Seile wie die letzten paar Tage. Das hätte mich doch sehr, sehr gestört. Gut, hier weiter. Hier kommen wieder ein bisschen die Seitenwinde. Alles auch kein Problem. Können wir eigentlich auch nicht sterben. So, hier weiter runter. Wir bleiben ganz vorsichtig, ganz, ganz ruhig. Hier schon die nächste Pause. Da war irgendwie gar nichts dazwischen bei dem Teil. So, hier wieder Winde, die uns davor bewahren, dass wir überhaupt sterben können. Hier lassen wir uns Zeit, bis einfach das Rad an der richtigen Stelle ist. Hier müssen wir uns jetzt kurz mal beeilen, aber sollten eigentlich auch die Looms ignorieren. Aber ja, ich nehme sie trotzdem mit. So, hier können wir ausnahmsweise mal dank der Winde ein bisschen sterben. Deswegen beende ich zwischendurch immer wieder den Hubschrauber, damit wir einfach diese Seitengeschwindigkeit ein bisschen verlieren. So, 720 Meter, hier müssen wir auch wieder ein bisschen schneller durch, bekommen dafür direkt dann gleich schon die nächste Pause. Dieses Teil hier kennen wir auch, wir warten einfach auf den richtigen Moment, lassen uns dann schön durchfallen. Hier auch wieder Hubschrauber aktivieren. Es ist wirklich heute gar kein schweres Element bis zur Goldgrenze. Hier ganz vorsichtig durch, ganz vorsichtig, genau. So, da weiß ich noch nicht. Nee, geht nicht zu. Das heißt, wir können uns auch Zeit lassen. Jetzt kommen wieder ein bisschen Seilspiele. Das heißt, ganz kurze Wege auf dem Seil. Nicht zu lange draufbleiben, damit wir keine Seitengeschwindigkeit bekommen. Hier, dieses Element ist eigentlich auch einer der Knackpunkte. Aber wenn wir das geschafft haben, sind wir an einem Ring, haben dadurch wieder eine Pause. Können uns daran so viel Zeit lassen, wie wir brauchen. Hier drüber. Und bekommen die 1000 Meter Pause. So, hier auch nochmal Seile, drei Seile jetzt hintereinander. Das heißt, ich gucke vorher schon ungefähr, wo ist der Ausgang. Und probiere mich möglichst nah da dran ranzumhangeln. So, hier wieder weiter. Das Element hatten wir auch gerade eben schon. So, hier kommt ein Stampfer, der recht gemein ist. Weil er halt eben schon davor zugeht. Dann wieder der Dickdarm, den kennen wir auch schon, ganz vorsichtig durch. Wenn wir uns ganz viel Zeit lassen, passiert da gar nichts. So, hier wieder, oh, das hätte fast mein Tod sein können. Und wenn wir das sehen, dann kommt wieder unser Lieblingselement. Das hier ist dann auch die Gold, oder die Goldbreak. Das hier müssen wir schaffen und da springe ich zu früh ab, weil ich denke, es klappt nicht ganz. 1220 Meter, denke ich eigentlich, sollte für den Tag reichen. Ja, wäre schön gewesen, weil ein bisschen später bin ich dann nochmal in das Menü reingegangen und habe gesehen, mischt. Ein Meter ist halt immer blöd, wenn man direkt sich die Grenze halt eben schnappt. Gut, müssen wir nochmal ran. Ab rein ins Spiel und noch eine Runde. Deswegen, das kennen wir ja schon den ersten Teil, deswegen springe ich den ganz schnell ein bisschen durch. Hier drüber, ja, über die Ringe, einmal durch, nächste Pause. Sieht irgendwie witzig aus. Ja. Ja, hier bringt es wahrscheinlich dann auch nichts mehr, sich das Ganze in Zeitlupe halt eben anzuschauen. Aber jetzt kenne ich ja auch schon die ganzen Teile und verhalte mich dementsprechend halt eben auch ein bisschen dementsprechend mutiger und kann das Ganze auch ein bisschen schneller springen. So, 800 Meter haben wir schon. Gleich kommen wir wieder an die Grenze hin. 900 Meter.
hier nochmal durch, jetzt wieder die Seilspielchen, erstes Seitenspringen, Winde, noch einmal über die Ringe, die dauern noch ein bisschen. So, die letzten Ringe, hopp, jetzt der Dickdarm, da ganz vorsichtig durch. So, und hier kommt jetzt wieder dieses Spiel hier mit den Schwingern. Und hier ganz zum letzten Schluss halt eben abspringen. Was erhalten wir als nächstes? Wir bekommen Viererkreisel, wo wir nicht dran sterben können. Dann hier einmal schräg drüber. Das ist wieder so ein Posenteil. Und das Teil ist natürlich sehr, sehr mies. Und hier sterbe ich gleich. Trotzdem, ja, es sind nochmal 90 Meter, die wir damit gut gemacht haben. Damit können wir ein paar hinter uns lassen. Haben dadurch wahrscheinlich Gold jetzt für morgen gesichert. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Und ja, wir sehen uns morgen. Oder ich mache nachher nochmal eine Runde. Ich weiß es nicht. Ich schaue mal, je nachdem, wie ich Lust habe. Wenn es euch was gebracht hat, dann gebt einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns morgen zur nächsten Runde. Bis dann.